In unserer Ausstellung Lebensnah weisen wir speziell auch auf diese stilistische Offenheit im Realismus hin. Ja, wir haben hier ein Gemälde des Wiener Künstlers Karl Friedrich Xur, der eine ältere Dame darstellt, in ihren Lehnstuhl sitzend. Karl Friedrich Xur war bekannt für seine Landschaften und Genrebilder, aber auch speziell für seine Porträtarbeiten. Ja, da haben wir ein weiteres Porträt des aus Berlin stammenden Künstlers Albert Birkle, ein Porträt mit dem Titel Frau Jochum. Albert Birkles Œuvre lässt sich eigentlich schwer stilistisch in eine Schublade packen. Er hat unterschiedliche Tendenzen aufgenommen von Expressionismus, Realismus und auch neuer Sachlichkeit. Und seine Werke zeichnen sich vor allem aus durch eine übersteigerte Darstellung der Formen, gelenkte Körperteile. Es ist alles etwas überspitzt dargestellt und das macht seine Bilder besonders. Ja, also wir sehen ein Porträt einer etwas jüngeren Dame. Im Vergleich zu Karl Friedrich Xur muss man auch erwähnen, dass Albert Birkle fast 30 Jahre jünger war als sein Künstlerkollege. Er stellt die Frau Jochum dar mit physiognomischen Eigentümlichkeiten. Also wir sehen große, dunkle, braune Augen. Wir sehen gelenkte Körperteile wie lange Arme, auch lange Finger, die sie eigentlich ähnlich im Endeffekt positioniert, wie es bei der Maria Lorenz zu sehen ist. Also sie sind auch überkreuzt dargestellt und dürften auf einem Wanderstock ruhen. Auffallend ist natürlich auch das rote Tuch als Farbakzent im Bild. Aber die Gestalt wirkt auch, so wie man, wenn man das Gesicht beobachtet, etwas ausgemergelt, vielleicht ein bisschen leidvoll. Sie blickt aber auch aus dem Bild heraus, direkt den Betrachter an. Aber man hat ein wenig das Gefühl, dass sie in Gedanken versunken ist und so ein wenig auch durch ihr Gegenüber hindurchblickt. Interessant ist natürlich auch in der stilistischen Ausführung jetzt, wenn man diese beiden Bilder betrachtet, die ja fast zeitgleich entstanden sind, das ist nur ungefähr ein Jahr Unterschied, dass auf der einen Seite der ältere Künstler, also Karl Friedrich Xur, eher der akademischen Malweise verhaftet blieb, also sehr detailgetreu und realistisch das Porträt, fast fotorealistisch, möchte man sagen, darstellt. Und Albert Birkle, der auch die vielen Ismen, die ja im 20. Jahrhundert in rascher Reihenfolge hintereinander auftreten, auch diese in seinem Werk aufgenommen hat und dadurch eigentlich eine viel modernere, viel expressivere Darstellungsweise in seinem Porträt aufgenommen hat, obwohl es auch trotzdem ein realistisches Porträt ist. Und so sieht man halt irgendwie, dass Realismus, so sehr dieser Begriff auch oder diese Kunstauffassung unterschiedlich diskutiert wird, auf alle Fälle einen großen Stilpluralismus aufweist. Also in unserer Ausstellung Lebensnah weisen wir speziell auch auf diese stilistische Offenheit im Realismus hin.